Steffen auf außen, Jonas in der Mitte. Ja, der Steffen und Max geht quer. Oh, da bricht der Stab. Aber trotzdem war Steffen da. Und auch hier herzlich willkommen zur 22. Deutschen Meisterschaft. Im Finale derselben. Ganz klassisch, Rigor Mortis gegen die Zonenkinder und es geht schon los. Zonenkinder von links, wir sind live dabei. Im Kettenclash. In der Mitte ist Max schnell durch. Überzahl für Rigor. Und ganz schnell durchgespielt. Das war Steffen hat zwar sein Duell hier sozusagen nah an der Kamera gewonnen, aber viel zu weit reingezogen. In der Mitte war super schnell durch. Der Rigor hat die Mitte und außen gewonnen und hatten den Jug. Richtig, genau. Linus hat sich noch überlegt, greife ich nach dem Jug, aber wurde sofort von Max Teske in diesem Fall bestraft. Okay, hier im Finale wird gespielt Best of 5 mit 5 Punkten pro Satz. Aktuell 1-0 für Rigor. Werden wir im nächsten Zug wieder den Clash sehen. Rigor will wieder den Clash. Die wollen wieder den Clash. Diesmal gewinnt in der Mitte Linus. Schade, Linus von der Kette weg. Steffen steht immer noch. Steffen steht immer noch. Und Matt. Steffen steht immer noch. Kopf. Ja. Ah, bitter. Oh ja, Linus hat den Meter gemacht. Und kriegt Janni noch. Ah, schönes Ding. Schön, Timon spielt er sicher. In der Mitte ist der Jack! Schöner Wurf von Timon. Die Zonis kontrollieren den Jack. Schön von Linus. Und die Zonenkinder übernehmen die Kontrolle in der Mitte. Stark von Marion und Linus. Linus räumt auf. Oh, knappe Kiste. Starker Zug von den Zonenkindern. Zwischendurch hatte Rigor 3 Pins in der Mitte stehen. Das war richtig wichtig, das hinzukriegen. Ja. Ganz stark von Linus, dass er im Aufstehen noch Tobi gekriegt hat. Sonst hätte Tobi nämlich die ganzen Pins in der Mitte aufräumen können. Genau, die hatten die Augen alle hinten. Ja. Sieht man vielleicht nicht auf der Kamera, aber während der Jack woanders war, hat rechts die Zonenkinder nochmal 3 Pins von Rigor aufgerollt. Ganz starkes Ding, ey. Ja. Die spannende Frage wieder. Nehmen die Zonenkinder wieder den Clash an? Auf jetzt, Sonne! Die ist überhitzt, denke ich. Okay. Kann man nicht einfach aufmachen? Ist egal. Steht auch hier noch. Lass uns, können die anderen ja auch. Okay, also diesmal scheint Topsy draußen zu sein. Ja. Kettenwechsel bei Rigor. Und ganz andere Mitte, aber Rigor gewinnt außen, wieder die Mitte. Ist Max Hausch hier durch. Wichtig ist jetzt, dass Kurt fliegt, genau wie die Blätter. Stark von Jan, Und Jan, komm, schön, Jan. Und da ist die Pinhoheit. Die nehmen die Pins. Und ja. Jetzt müssen sie die Kette pinnen. Jetzt, ganz wichtig, die Kette pinnen. Das ist der Einzige, der noch aufstehen kann. Ja, den Zug hat Jan mal einfach gerettet. So. Richtig schöne. Nach der Linie Rigor eigentlich durch, aber Jan holt einfach 3 Einzel nacheinander. Und dann übernehmen die Zonenkinder die Pins überall. Also taktisch gut gespielt hinten raus, Kontrolle genommen. Genau, richtig saubere Endposition. Sie hatten den Jugbesitz bei dem Pin, was ja sozusagen heißt, dass du 2 gegnerische Spieler bindest. Du bindest nicht nur denjenigen, den du pinnst, sondern auch den gegnerischen Läufer, weil der nie im Leben an Jug kommen kann. Und auch ganz wichtig, die gepinnt, die als erstes aufstehen, am Ende erst zu Jonas. Der hatte 8 Steine, der kommt nicht als erster hoch. Immer ganz wichtig zu gucken, wer kommt zuerst hoch. Schulbuchmäßig. Aus dem Lehrbuch. Oh, Frühstart der Zonis. Okay, gut. Anscheinend wieder Jonas an der Kette dran. Nein. Ja. Es steht 3-1 für die Zonis. Die Zonis haben gerade ihren ersten Fehlstart gemacht. Ab dem zweiten gibt es mindestens Jugbesitz. Die Schiris unterhalten sich noch mal kurz, was bei dem dritten passiert. Und wieder Jonas in der Mitte. Frühstart für die Zonis. Sie kreuzen noch nicht Marion, Steffen hinterher. Ja. Und wieder Jonas an der Kette. Diesmal kreuzt Marion auf Steffen. Steffen greift um. Aber Rigor gewinnt die Mitte komplett.
mit Jugbesitz könnt ihr da einfach das Tempo spielen. Da ist es dann auch egal, was Steffen macht, leider. Okay, und trotzdem von Marion einfach die Kette gefangen. Spanische Schule. Genau, sah jetzt vielleicht ein bisschen seltsam aus. Rigor hatte den Jugbesitz nach dem doppelten Fehlstart von Anfang an. Kurt also Jug in Hand. Stimmt, ganz vergessen. Aber, aber die Geschichte des Spiels, Rigor gewinnt die Mitte und Toni außen ist meine Außen. So, aber, und Rigor zieht sich den Jug. Und jetzt kommt der Hagel hier dazu. Und wieder Fehlstart für die Zonis. Okay, ich vermute, die Zonenkinder wollen einen neuen Malrichter. Oder mal einen zweiten halt, ne? Oder ich würde vorschlagen, die Malrichter tauschen die Seiten. Das Wetter ist gerade ganz schön übel. Wie gewohnt, Steffen auf außen, Jonas in der Mitte, holen die Zonen. Aber diesmal geht Steffen quer. Und die Zonis sind durch, sind wieder alle weg gewesen. Mal gucken hier, mal gucken, wie viel da eh noch drauf kommt. Mal gucken, wie... Wieder willkommen in der zweitsonnenreichsten Stadt Deutschlands. Zonenkinder gegen Rigor. Wieder Steffen auf außen, Jonas in der Mitte. Und Max geht quer. Oh, da bricht der Stab. Aber trotzdem war Steffen da ab. Ja, hätte ich auch so gesagt. Da war Steffen schon ab. Aber Max, eigentlich muss Max jetzt das... Man kann bei dem Wetter halt auch niemanden verstehen, der was von außen ruft. Ein Carbonstab ist dahin. Es passiert immer das Gleiche. Steffen auf außen, treibt seinen Gegner raus, macht das gut. Rigor in der Mitte, gewinnt die Mitte mit Jonas. Und diesmal ist Max halt dann quer gegangen, nachdem sie die Mitte gewonnen haben. Und eigentlich hatte er da ja ihn. Also es ist immer noch same story of the game. Rigo hat Jack-Kontrolle. Das heißt, sobald sie die Mitte durchziehen, wundert es, dass Steffen immer noch auf der 4 steht. Ich würde tippen, das ist ein Feedback-Problem. Das könnte tatsächlich sein, ja. Also Feedback-Problem im Sinne von... So, und wieder geht's los und wieder... Dass er nicht merkt, 4. Dass es nicht sinnvoll ist. Jonas, und wieder der gleiche Zug. Rigo dominiert die Mitte. Steffen geht diesmal schön quer. Oh, Jonas verliert diesmal die Kette. Das Glück steht noch, aber in der Mitte ist alles fein für die Zonis. Ja, die Zonis haben am Pin-Kontrolle in der Mitte. Ja, schön, die Pin auf Mitte übernommen. Und das ist der Satz für die Zonis. Ja. Aber das Glück ist nicht mit Rigor. Nee. Zwei Züge Pompe verloren. Ja. Bitteres Ding. Definitiv. Das ist das Wetter der, weiß nicht, Zonis? Ja. Also ich würde jetzt mal frech behaupten. Einzelspieler, die schreddern gerade die Zonis, die Rigor, und Rigor sagt besser an. Ich verstehe das Verb nicht, nochmal. Also die Aufstellung der Zonis funktioniert nicht. Ja. Aber ihre einzelspielerische Stärke holt es halt raus. Ja, ich weiß nicht, also Steffen hat halt jedes Mal getrieben und die Hälfte quergeschossen. Und der Querschuss hat jetzt zweimal von dreimal geklappt. Ja, aber Jonas ist auch quergegangen, hat die Kette verloren. Und ja, richtig, vorher, halt wäre der Start von Max nicht gebrochen, hätte Max das Einzel gegen Steffen gehabt und wäre hier durch gewesen. Ja. Ganz andere Welt. Aber wer gut kommt, gewinnt im Sager halt viel. So, Ende aus Mickey Maus. Ich glaube, die Kamera wird nicht überwitzen. Okay. Und wir sind zurück im zweiten Satz des Finales der Deutschen Meisterschaft. 1-0 für die Zonenkinder nach Sätzen, einmal nach Seitenwechsel. Und es geht weiter wie gewohnt. Steffen auf außen, Jonas in der Mitte. Jack-Kontrolle für Rigor. Und Steffen holt das schnelle Einzel. Oder nicht, Entschuldigung. In der Mitte hat Ben ganz viel gerissen. Aber Jan rettet schön mit dem Läufer. Und. Aber Jan steht noch immer. Die Zonis fangen an, die Pins zu nehmen. Schöne Pinübergabe. Jetzt muss das Einzel sein. Nein, Max steht noch. War Steffen vorher dran. Knappe Kiste, knappe. Aber das heißt, so richtig funktioniert es nicht. Was kann man denn dann machen? Ja, das ist krass, das ist tatsächlich gut. Kette quer auf Steffen stellen, wäre mein erster Ansatz. Und das Pompfisch über rechts versuchen. Der hat die Kette einfach nur verwaltet von Rigor? Nein, dass die Rigor-Kette halt auf die 2, also auf die Rigor 3 und sonstige 2 geht. Genau. Quer auf Steffen und dann rechts die Duelle suchen. Ist natürlich schwer, weil rechts die starken Pompfisch stehen von den Zonis mit Jan und Ben. Die echt gute Quoten haben aktuell in dem Spiel. Ja, Ben ist gerade. Oh, Ben in der Mitte ab. Hinter der Linie Jonas. Läufer ist super wichtig. Stark von Marion. Und Max verschiebt sich schön mit. Nimmt den Pin, ganz stark. Ah, Ben fast im Zurückgehen noch. Und kurzes Läuferduell.
Ist sehr, sehr ärgerlich für Gab. Er muss dort rangehen, weil die Kette dort ist. Er hätte viel bessere Chancen, das Duell, das Läuferduell zu gewinnen, wenn er defensiv bleibt. Aber er muss rangehen, weil ihm Jonas im Nacken sitzt und dann hat er eigentlich kaum eine Chance, kurz zu halten. Aber die 5% Chance muss er mitnehmen. Richtig. Mit dem Finale der deutschen Meisterschaft. Genau. Jeder Prozentpunkt. Genau, wenn er halt defensiv stehen bleibt, dann wartet kurz. Ja. Jonas natscht ihn ab und fertig ist der Lack. Und Rigo hat es ja tatsächlich versucht. Max hat sich selber auf Jan gestellt auf der Außen. Jan hat auf der Außen gut gespielt. Aber Jan hat einfach gegen Max gewonnen. Ja. Im Läuferduell ist natürlich die Alternative, einfach nach dem Jack zu greifen, anstatt den gegnerischen Läufer. Wobei, wenn der so schlüpfrig ist, wie der Boden mittlerweile hier ist, dann. Ja, und wenn er dagegen einen Profi spielt wie Kurt, dann kommt er nicht so leicht an den Jack ran. Nee, da spielen die Zonis gerade super stark. Also auch einfach einzelkämpferisch überperformen die gerade hart. Sie opfern ein bisschen Bänden, oder? Genau, genau. Jonas hatte jetzt gerade so ein bisschen, da hat man richtig gesehen, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, gehe ich auf Läufer und da hat er irgendwie... Ich glaube auch wieder ein Feedback-Ding. Jonas gewinnt seine Duelle immer. Ich glaube, es ist Zeit, Tobi zu bringen. Linus steht genau gegen die 1, die Rebo 4. Das ist Tobis Stammposition. Genau, und so sieht es jetzt gucken, auch Max, aus. Ja, und Max Teske reagiert. Genau, Tobi ist drin und Steffen in der Mitte diesmal. Und schön, komm, Tobi, geh quer und hol ihn dir. Los, Überzahl! Kurz! Schade. Und Kette in der Mitte von den Zonenkindern hat direkt dazu geführt, dass sie jetzt doch mal in Jack-Besitz waren. Nicht das erste Mal, glaube ich, dass Zonis Kette in der Mitte spielt. Ja, ja. Wir sind im nächsten Zug. Es ist immer noch Zonis gegen Rigor im zweiten Satz. 2-1 für die Zonenkinder. Ich kipp nochmal. Und Tobi ist wieder drin. Wieder quer zu Steffen. Oh, Steffen greift ungegen, aber er kriegt sie wirklich schön. Ralf fängt an. Ralf gleichzeitig. Und Max Teske war komplett durch. Hat sich von der rechten Seite durch alle durchgemäht. Ich würde frech behaupten, das war ein Teske-Zug. Den hat er einfach mal durchgeschreddert. Ja. Max Power. Zweifach bei Rigo heute. Ich habe einfach nicht daran gedacht, das ist so gut. Das heißt, was konnte Antonis jetzt dagegen? Na, weiß nicht, es lief gar nicht so schlecht. Also Steffen hat in der Mitte immerhin dafür gesorgt, dass die Zonis an den Jack-Besitz kommen oder zumindest ihn contesten können. Und das scheint jetzt auch gerade das gewollte zu sein. Gegen Steffen, Matchup-Zug von den von Rigo. Ah, oh, Ben passt schön auf! Ben passt wunderbar auf! Warte für Max. Und Max Ben! Max Ben! Ah, ja, Marion weiß nicht, dass der Läufer da hinten ist. Schön! Oh, da hat man richtig durch den Regen gesehen, wie der Treffer an der Kleidung am Bauch. Sehr, sehr cool. Krass, die Zonis. Rigo hat jedes Matchup bekommen, das sie wollten. Und Zonis gewinnt das Ding, ja. Max sagt ja gerne noch Matchup an. Alle bekommen. Ja. Starker Querschuss von Steffen auf Max. Da hat er ihn dann. Und richtig geil von Ben. Ben hat es geschafft, Marion abzuschlagen, bevor sie bei Steffen war, sogar, ja, glaube ich. Und ist dann gleich nach rechts und hat dort noch zwei Leute geholt. Ja. Richtig, richtig nice. Ja. Ben, das große Nachwuchstalent der Zonenkinder. Ja, genau. Aus Coswig gekommen. Ja, ich habe gehört, er ist 22. Das heißt, er ist mit Linus und Timon dann definitiv eher aus der jüngeren Riege der Zonis. Die anderen, wenn man sich so umguckt, Steffen, Stefan, Ralf, Graf. Ja, mein Steffen und Ralf, die letzten Kerl der Golden Generation. Ja, ein Stück weit schon. Ne? So, jetzt geht es weiter. Wieder Topsi auf Außen, Steffen auf Innen. Gleichen Duelle wie eben, die identischen Duelle. Max gegen Jan hat getauscht. Ja, die Max gewinnt in der Mitte, schön die Überzahl gespielt. Ganz starker Sprung von Max. Und 2 gegen 1 gegen Ben. Ja. Und zu zweit. Ah, ganz, ganz bitter für Marion, ganz bitter für Marion. Aber da schafft es Tobi. Ja! Nice. Richtig krass, richtig krass. Da hat in der Mitte eigentlich Rigor alles wieder geholt, hat dann ein bisschen die Tür aufgemacht, sodass Timon fast durchgerutscht wäre. Und nur durch den Herzensprung von Max hat das noch retten können und hat das sozusagen in die zweite, beziehungsweise je nach Definition, dritte Spielphase gebracht. Richtig, diesmal hat es halt in der Mitte nicht geklappt, dass Ben das kontrollieren konnte. Also hinten raus machen die Zonenkinder hier gerade das Spiel. Aber richtig. Steffen hat ihn best gemacht. Ja. Stimmt, ja, und Timon auch zwischendurch, ne? Ja. Was ich freut, so heißt das auch bei der HAVO. Den Best machen. Sich früh abschlagen lassen und wieder aufstehen, dass es den Best machen. Dabei kennen die dich gar nicht und sagen, das ist vollkommen super. Das finde ich super. Ecke. Es regnet nicht viel bei uns, aber sehr oft. Und 4-2 für die Zonis. Neue Kettenaktion bei Rigor. Julian spielt zum ersten Mal an der Kette. Zugestellt! Oh, aber
er und Jan rennen einfach aneinander. Stark, Julian! Ganz stark von Julian! Und Marion rettet noch. Aber und Kurt zieht durch. Kurt ab! Echt? Ganz stark von Kurt hier, regelkonform. Er rennt zurück zum Ort, an dem er abgeschlagen wurde. Mit dem und zählt dort seine 8 Steine. Zählt dort seine Steine. Ganz wichtig, das immer zu tun. Aber Rigo übernimmt die Jug-Kontrolle um den Pin herum. Gut positioniert von Max und Luki. Ben ist noch da als letzter Pin. Muss das 1 gegen 1, das 2 gegen 1. Und er gewinnt es und er kriegt ihn. Und Julian wurde auch noch weggeräumt. Jetzt muss Rigo die Pins lösen. Max, du musst da weg. Scheiße. Alles gut. Du hast ja recht. Fuck. Sorry. Alles gut. Richtig, richtig krasse Aktion. Und dass Ben das dort gegen 3 hinten raus noch schafft. Und vielleicht einmal kurz vorzustellen, wer hier eigentlich alles sitzt. Wer sind wir denn alles? Ach ja. Wer neben mir? Wer bist denn du eigentlich? Ich bin parteiisch. Moment. Ich bin der Bev. Ich habe jahrelang bei den Zonenies gespielt und bin deswegen nicht ganz unparteiisch, aber das ist für einen Kommentator ja auch vollkommen okay. Genau, ich bin sozusagen mit den Zonies hier aufgewachsen und mittlerweile, naja, sagen wir mal, die graue Eminenz im Hintergrund. Ich bin der Hogan oder auch Jakob. Ich habe tatsächlich auch 3 Jahre lang Zonenkinder früher gespielt mal. Inzwischen bin ich der Captain der HW All-Stars. Ja, ja, Platz 3, nicht nur im JTA, sondern auch auf diesem Turnier. Ja, die ist ja wieder dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften. Irgendwann schaffen wir wieder den ersten, kommt alles auch mal wieder. Hab aber auch tatsächlich inzwischen viel bei Rigor gespielt. Also im Zweifelsfall bin ich in diesem Spiel tatsächlich Rigor-parteiisch. Aber passt ja, Bev und ich ergänzen uns da ganz gut. Apropos Rigor, wir haben noch einen dritten Gastkommentator. Ich hoffe, man hört ihn auch hier und da. Ja, Dirk, hi. Red mal lauter. Ich spiele theoretisch gerade bei Rigor, um das ein bisschen auszugleichen. Hier, aber so praktisch bist du halt gerade verletzt. Ja. Und, ja, Topsy wieder. Aber tatsächlich stimmt, Marion kriegt auch nicht. Marion kriegt das Duell. Die gleichen Matchups wie im Satz davor. Max kriegt anscheinend die Matchups, die er will. Aber Jan, Jan rettet wieder. Jan rettet immer noch. Und währenddessen räumt Ralf von hinten das Feld auf. Und krasse Einzelleistung der Zonies wieder. Die Jena Langpompfen hier. Und auch die Jena Langpompfen mit Max. Ja, genau. Und. Nice. Stark Aufdruck. Richtig krass. Ganz stark, dass Jan hier noch den Safe bekommen hat. Und dann haben halt einfach Ralf parallel aufgeräumt im Hintergrund, die Leute geholt. Und dann hatten sie auf einmal Pin-Kontrolle in der Mitte und konnten durch. Richtig krasse einzelpomperische Leistung von Jan und Ralf. Richtig, richtig. Also Jan liefert so ein Spiel ab hier. Meine Fresse. Ja, war ein guter Einkauf. Auf jeden Fall. Genau, also wer das ich weiß nicht, ihr wollt einfach nicht nach Wuppertal ziehen. Wir haben es ihnen ja wirklich angeboten. Also meine DG wäre ja hier. Und es geht weiter mit dem nächsten Zug. Zonenkinder sind bereit. Wir warten noch auf Rigor. Es wird langsam angezählt. Bei Rigor machen sich traditionell wieder 2 Ketten bereit. Keiner weiß mehr, von denen eigentlich startet. Bei Zonen ist es eher klar, es wird halt schon Steffen starten. So. Und Tobi ist wieder drin. Marion, und die Matchups kriegen Marion sie wieder, die Steffen, sie haben wollen. Das klassische Matchup. Aber Steffen, Max räumt auf in der Mitte. Ja, Ralf liebt es gegen Topsy. Gegen 2 kann er aber auch nichts tun. Und da wieder Jan aber von der rechten Seite. Jan räumt halt von hinten auf. Hinter! Stark von Steffen. Oh, und ja, Steffen. Da muss ich wirklich widersprechen, der war genau auf der Hand, Topsy. Ja, hätte ich auch gedacht. Der war genau auf der Hand. Also er meint ja, er ist vom Kopf auf die Hand abgerutscht, aber... Also den aber hab ich doch sehr klar, also... Genau, ist auf jeden Fall richtig, dass er sofort auf den Schiri-Call hört, dass der Schiri-Call sofort kommt, das ist noch wichtiger. Um wieder zu betonen, eine starke Schiri-Leistung auch hier an der Stelle. Ein Dank auch an die Leute, die das freiwillig bei diesem Dreckswetter machen. Ja. Und einfach in der Nässe stehen und das durchziehen. Und im Jugger ist es wie mit jedem anderen Spiel, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du gerade schlechter performst als deine Gegner, dann musst du Risiken eingehen. Max stellt sich wieder auf Jan, der Problemspieler vom Gegner, zum Captain. Und er gewinnt das Duell gegen Jan. Ganz wichtig. Jan immer der Problemspieler und jetzt spielen sie die Überzahl aus. Ganz stark. Aber mal gucken, ob es funktioniert. Max hat das schon im ersten Satz probiert am Ende, hat sich selber gegen Jan gestellt als Pompfer. So, ich bin der Captain, ich löse das Problem, hat nicht funktioniert. Ja. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja. Er liebt es ja auch, auf der Außenseite zu spielen, wo er das ganze Feld sozusagen vor sich hat. Ja. Den Gegner so einzudrehen, dass der Gegner nicht das Feld vor sich haben kann. Pressing von außen. Ja. Stefan hat es auch netterweise gegen King Payne eingespielt. So, und es geht weiter. So. Leichter, beide Ketten in der Mitte dieses Mal. Oh, Max gewinnt das Duell gegen seinen ehemaligen Mitbewohner Linus. Und Jonas klärt schnell. Ja.
Und aber Linus ist schon lange da oben. Nein. Marion spielt schön defensiv den Pin aus. Richtig, also das war ein bisschen heißblütig von Linus, dass er da in das Duell geht. Ja, da muss Linus eigentlich abdrehen, zurück zum Mal. Richtig. Außer er gewinnt den ersten Punkt. Im ersten Schlag. Aber gegen einen Schildspieler, ganz schwierig. Wenn Marion sich einfach nur wegdreht und den Schild raushält, gewinnt er da nicht in zwei Steinen. Ja. Unmöglich. Also, Marion weiß ja auch, was sie tut. So. Die weiß ja auch, sie muss nur nicht verlieren in der Stelle. Ja, Rigor, ein bisschen zurück wieder. Aber richtig krass. Selbst, also Rigor ist zwar durch, aber dadurch, dass die Zonis im Jug-Besitz waren und der Jug im spätesten Moment richtig hoch geworfen wurde, war halt die Zeit auch wieder da, dass die fünf Steine bei Linus schon wieder um waren. Und es steht 2-2. Und wieder die Zonis holen sich den Jug. Ja. Timon kriegt unangefochten den Jug in der Mitte. No Contest von Rigor. Max steht! Oh, stark von Linus. Die zwei Seiten einer Medaille. Schade von Max, stark von Linus. Sehr schön. Genau. Linus, der übrigens dieses Jahr mehr Rigor als Zonenkinderturniere gespielt hat. Richtig. 7 Rigor-Turniere. Ja. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum der Läufer eigentlich an den Jug greifen kann, das ist tatsächlich letztes Jahr ein neues Metagame etabliert. Der Läufer holt den Jug und das kann er eben nur deswegen machen, weil die Positionen links und rechts wissen, sobald einer auf den Läufer schlägt, ist sozusagen derjenige, der geschlagen hat, verwundbar. Ja. Und das kann man hier genau sehen. Timon hat sich in der Mitte einen Jug geholt und Jonas... Unangefochten. Und Jonas steht zwar einen Meter daneben, aber sobald er die Kette auf Timon abschlägt, ist sofort Jonas weg, ist die Mitte weg und da tauscht man gerne einen Läufer sozusagen gegen einen Pomfer oder eine Pomferin. Also die meisten Top-Teams gibt es klares Schussverbot auf den Läufer. So, Topsi wieder drin auf der Außen, aber gegen Ralf. Ja. Okay, und der 1-3. Ganz klar mal durchgemäht diesmal. Aber an sich hatte Ralf starke... Aber ja, Rigor, ich glaube, Rigor hat 3 von 4 Duellen gewonnen gerade. So, ich meine, wenn man alle Duelle gewinnt, macht man auch den Punkt. Und der gegnerische Läufer auch noch abgeschlagen wird. Mann, bin ich schlau. Ja, wenn der eine Läufer den Jack hat. So, 3-3 im dritten Satz. Noch 2 Punkte oder noch 2 Sätze? Das ist die Frage dieses Spiels. Tobi und Steffen wieder auf der Außen, quasi identisch wechseln. Aber in der Mitte komplett durch, Mitte und macht keine Gefangenen und holt sie alle. Aber Jan mal wieder auf seiner Außen durch. Hätte es fast noch gerissen. Fast noch geholt. Aber mal wieder Max in der Mitte. Aber auch hier wenn man sich ansieht, Max Teske in der Mitte. Auch wenn der gegnerische Läufer den Jug gerade greift und der eigene Läufer ihn nicht kriegen kann, er kümmert sich erst um den Pomfer, der ihm gegenübersteht und dann erst um den Läufer. Genau, aber Ralf wurde komplett blind von hinten erwischt. Der hat da überhaupt nichts von mitgekriegt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen an dem Wetter und auch an dem Finale geschuldet. Ja. Bei einem Finale ist mehr Stimmung drumherum, da sind die Leute lauter. Ist die Anspannung höher, da funktioniert die Kommunikation nicht so. Deswegen und weiter geht's. Häufig mit neue Kette. Nee, das laber ich denn. Ist immer noch das gleiche Matchup auf außen. Ben diesmal gegen die Kette. Oh, stark von Max. Und da wird der Chuck gewonnen. Und im Sprung. Und jetzt müsst Rigor nur noch die Pin-Kontrolle übernehmen. Und sie sind durch. Und Rigor holt den nächsten Satz. Und ich mir damit ein weiteres Bier. Wollt ihr auch noch was? Gönn dir, du musst da oben rankommen. Ja. Ich habe jetzt gerade gestartet. Frühstart von Rigor, wir haben noch mal Zeit. Wunderbar, wunderbar. Und Frühstart der Zonis. Was passiert eigentlich, wenn beide gleichzeitig Frühstart machen? Ach, sehr gut. Das ist schon Rugby und Jack, aber nicht so diskutiert. So, und weiter geht's im vierten Satz. Vierten Satz. Diesmal wieder Jonas auf Außen, seine eigentliche Stammposition. Und schade, da trifft er Max selber. Aber das ist völlig egal, wenn alle anderen auch stehen. Ja. Da spielt Rigor einfach mal eine klassische Überzahl durch. Auf Außen gegen die Kette gewonnen. Gegnerkette gewinnt auch. Schneller die Überzahl durchgespielt. Und da ist der Jug-Besitz aber ganz wichtig, damit das funktioniert. Wenn man da den Jug hat, kann man einfach nur in die Doppel gehen und seinen Gegner einfach abschlagen, weil der eigene Läufer kann schlagen. Hat das Gegnerteam den Jug an der Stelle? Kann stecken, ja. Ja, vor allem Steffen ist ja auf Außen durchgebrochen. Dann kann der Läufer mit Jug auf Außen durchgehen. Richtig. Und auf einmal muss einer abdrehen zum Mal und das Spiel geht von vorne los. Um es mal kurz bildlich zu machen, wenn du also mit deinem Team über links zum Beispiel die Überzahl spielst, da stehen 3 Leute und setzen sich gegen die gegnerischen 2 Leute durch, kann eben auf deiner rechten Seite sozusagen der gegnerische Läufer durchbrechen. Genau. Und wenn der dann noch eine Hilfe hat, dann ist halt der Punkt sofort gefressen. Obwohl du halt eine Überzahl hast und eigentlich auf dem Weg zum gegnerischen Mal bist, oder? Ja.
Ja, der hat ja auch. Und weiter geht's zum nächsten Punkt. 1-0-Führung für Rigor. Rigor, wieder Jonas auf außen, wieder auf seiner Stammab. Weiterhin gegen Ben, die neue Antikettenwahl der Zotenkinder. Und Ralf reagiert schön. Und Überzahl der Tonis jetzt. Stark von Ralf, schön, schön quer gearbeitet. Und da ist der Code-Reset-Button. Er läuft einfach. Aber und jetzt hat Marion hat die Chance aufzuholen. Ralf ist auch sauschnell. Jetzt ist Luki da und auf einmal gehen die Pins weiter. Luki, bleib! Der ist hier völlig egal. Was macht Stefan da hinten? Jetzt kommen wir ins taktische Stellungsspiel. Aber Marion konnte aufstehen, weil Stefan hat eine Weile gebraucht. Aber Stefan hat unglaubliche Quoten gegen... Starke Entscheidung von Rigor. Zeit, Luki. Stefan hat absurd starke Quoten gegen Marion, ist nicht gut gegen Luki. Richtige Entscheidung. Genau. So, jetzt können die es ausweichen. Und Luki gewinnt gegen Ralf, eher ein 50-50. Ja, diesmal gewinnt Ralf hat jetzt den Doppelpin und Max kommt nicht an seine Pompe ran. Und jetzt haben wir das Marion-Stefan-Matchup. Wir sehen die Wobbelpompe. Und Marion verlässt leider ihren Pin, dass Stefan aufstehen kann, um dann aufzuräumen. Und. Kurt hüpft zwei oder dreimal drüber, kriegt dann noch einen an den Kopf. Aber von beiden Seiten starkes Spiel. Beide Seiten verstehen, wer der Gegner ist, was da ist. Richtig. Aber am Ende immer wieder die Storys. Die Zonis sind hinten raus, pomperisch, so stark. Ja, also wenn man die Quoten hier aufmacht, das ist weit von 50-50 entfernt. Ja. Wir sehen das Video nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich alle nachher sehen und besser wissen als wir. In der Linie, glaube ich, ist Rigor leicht positiv. Hinten raus nicht. Ja. Obwohl Max Teske in der Linie hart überperformt, der Rest fängt es einfach ab. Und stark von Ralf reagiert, einmal quer geholt, dann weiter quer geholt. Richtig, Ralf, der unscheinbarste, beste Spieler in Deutschland. Ohne Scheiß. Es ist so krass, wie viel noch rausgerissen wird. Er hat eine krasse Antrittsgeschwindigkeit. Er hat ein krasses, krasses Juggerbrain. Das Juggerbrain von... Er muss halt nicht springen. Er steht ja schon richtig. Das ist das Geheimnis von Ralf. So, und er muss nicht fancy pompen und hebeln, weil er trifft seinen Gegner halt einfach... Beim ersten Mal. Genau. Deshalb, Leute, achtet auf Ralf. Super unscheinbarer Spieler seit Jahren in den Top 3 der Pomper in Deutschland, wenn gerade die Schulter mitspielt. Würde ich auch so sagen. Ne? Also das war schon 2013 so. Was ist die für Antikettenquoten, alles hat so. Okay, und wie sieht es aus? Wieder Jonas auf außen. Steffen, oh, Steffen und Stefan überlegen sich noch ein bisschen. Steffen will weg von Marion, aber währenddessen hat Jonas... Und wieder Ralf rollend auf, schön quer gearbeitet. Hier, das Juggerbrain ist da, er nimmt den Pin. Und hier, da ist er lang genug. Und es ist sogar noch schnell genug hinten, um Kurt aufzuhalten. Wie geil. Und jetzt muss Steffen halt... muss Steffen klären. Und ganz wichtig, auch die Zonis haben drei Pins stehen. Starker Wurf, aber er hat leider 8. Luki hat leider 8. Wenn man jetzt nochmal genau hinguckt, Kurt hat genau dorthin geworfen, wo er hinwerfen wollte. Die Zonis hatten alle Pins. Er muss den Jug weit wegwerfen, nicht dorthin werfen, wo Garf gerade steht. Und deswegen wirft er den Jug dorthin, wo als nächstes ein Spieler von ihm aufstehen kann. Ganz stark gesehen von Kurt. Kleine Inside-Info aus dem Training mit Kurt. Der übt das einmal die Woche. Ja. Also für die Läufer da draußen, der stellt sich 10 Minuten einmal die Woche im Training dahin und wirft 40 Jugs. So viel haben wir im Verein auf Testposition. Okay, aber wir sind und weiter im nächsten Zug. Es geht nicht um die Havu. Weiterhin Ben gegen Jonas auf Außen. Und ja, Ben holt es aber wieder mal von Ralf. Ich glaube, Ben steht sogar noch. Und gleichzeitig die Seite, die wir nicht sehen. Steffen gewinnt auch gerade auf seiner Außen. Aber wir Kommentatoren haben ja gerne einen Spieler, den wir durchverfolgen. Mal wieder von Ralf. Stark in der Linie connected. So. Ja. Aber auch ganz wichtig, das Team gibt ihm auch den Platz, das zu tun. Ben geht zurück, dass der gegnerische Kettenspieler den Schritt weiter reinmachen muss. Und dann hat er ihn, da hat Ralf mit der Langpumpe ja viel Flexibilität im Abschlagen, geht ganz einfach. Und dann kann er das auch machen. Also sehr stark von Ralf, aber auch stark von Ben. Ja. Einfach zusammengespielt. So. Richtig geil. Gespielt haben zusammen. Aber weiter geht's. Wir reden nicht von früher, wir reden von jetzt. Neue Kette für Rigor, aber gleiche Position. Tobi weiter. Auf der 4 diesmal, aber ja, genau. Gut, weiterhin gut gefangen. Ah, und ja. Überall Rigor beide Rigor hat die Kittelzeit Überzahl. Das ist spannend. Ja. Spannend. Diesmal war es Rigor über Außen diesmal durch. Und in der Mitte haben sie nur auf Zeit gespielt. Das könnte auch gut die Ansage gewesen sein, dass sie außen Druck machen sollen und die innen tendenziell ein bisschen defensiver spielen. Es war auch mal Zeit für einen Kettenwechsel auf der Außen bei Rigor. Ich meine, sie haben drei Ketten dabei. Ich bin ein bisschen überrascht, dass Julian auch nicht pumpt. Den besseren Pumpfer.
entspannt. Das ist echt so, ne? Max Marion, Max Luki, alle besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gregor stellt nicht nach Spielanteilen auf. Ja. Bei uns wird das nicht laufen, bei denen ja. Easy. So. 3-2 Führung für die Zonenkinder im vierten Satz. Oh, Rigor mit derselben Aufstellung, diesmal kreuzt aber die Kette zur anderen Seite. Linus hat Glück. Ja. Und ganz unerwartet, Linus ansonsten bekannt für seine pomphorische Stärke, aber nicht für sein Antikettenspiel. Eigentlich das wieder mal das gute Matchup für Rigor, aber die Zonis lösen das einzelpomphorisch. Und Graf, ein bisschen zögerlich, kommt jetzt auch durch. Richtig geil. Ja, wieder mal Max überperformt in der Mitte, holt seine 2-3-1 und die Außen. Ja. Und wieder mal, Matchup richtig. Also ein Punkt noch. Als Havu-Captain auf Linus eine Kette stellen ist immer eine sehr gute Lösung. Linus ist super gut einzelpomferisch. Gegen Kette wird rumgehüpft und Krempel getan. Aber er hat ihn einfach gefangen. Richtig. Story of the game. Er hat seinen Q-Tip ein Stückchen weit hochgehalten, hat seinen Kopf eingezogen, hat die perfekte Höhe getroffen, aus welchen Gründen auch immer. Also muss man klarstellen, Linus ist natürlich nicht scheiße als Antikette, aber es gibt dann wahrlich bessere Leute bei den Zonenkindern. Ja. Aber auch spannend, also die hatten ja jetzt Topsi auf der uns nahen Position, auf der Position 4 oder auf der Rio 1, wie auch immer, auf der Position 4 und haben ihn ganz rüber gekreuzt, dass er auf seine Comfortzone-Position kommt und eben gegen Linus kommt. Also ist eigentlich eine super geile Ansage. Ich kenne Max da ein bisschen, das war ein Kreuz auf Linus. Das war eine Kreuzansage auf Linus. Deshalb ganz stark von Linus, mal wieder einzelpomferisch. Rigor kriegt seine Matchups, Rigor kriegt die Lee und die Zonis sagen einfach, ist mir egal, wir gewinnen aber trotzdem. Vielleicht auch ein Unterschied im Ansagestil. Ja. Rigor will Matchup, Zonis wollen System. Genau, Zonis wollen sagen, okay, wir hängen uns nicht an den Gegnern auf. Wir sind wichtig. Aber das nicht, ja genau. Das ist hier? Wir können halt schon das Matchup, das sieht man genau hier. Und der entscheidende Punkt, wenn die Zonenkinder jetzt den Punkt machen, ist es vorbei. Sie sind deutscher Meister. Ja, sieht auch sehr gut aus. Was? Aber. Huch, wie kommt denn der Kurt an den Ball? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Kurt. Rigor adaptiert auf einmal Julian an der Kette. Wir hatten das Thema eben, wir haben ihn nicht viel gesehen. Rigor erkennt, was wir nicht machen, klappt nicht. Und die nächsten rein. Ich habe jetzt nur auf Julian geguckt, also es muss man ehrlich gestehen, lag jetzt nicht an ihm. Er hat seinen Gegner verfehlt und dann seinen eigenen Spieler gewickelt. Mir geht es eigentlich eher um die Bereitwilligkeit von Rigor im entscheidenden letzten Punkt zur das deutschen Risiko Meisterschaft. Immer noch zu sagen, wir sind ein 8er-Team. Ja. Wir können alle was. Ja. Du bist jetzt drin, die anderen haben nicht performt und weiter geht's. So läuft das ja auch bei Rigor intern. Richtig, genau richtig. Und hier war auch das Ding, hätte Kurt nicht den Jack gehabt, sondern hätten die Zonis den Jack gehabt, dann wäre das auch ein Punkt für die Zonis geworden. Ja, hatten wir ja am Anfang, ne? Man gewinnt in der Mitte mit Jack-Besitz und auf einmal kann man mit Tempo den Zug durchspielen. Obwohl Timon fast unberührt in der Mitte war am Anfang. Ich dachte, die Zonis hatten den Jack, hab nicht mehr hingeguckt. Ich dachte auch, ja. Ich war auch das gleiche Ding, was wir vorher hatten. Ich war so, okay, aber guck. Gab ja keine Debatte, Kurt hat's gemacht. Kurt läuft auch nicht aggressiv für den Jack. Der kann das, der ist schneller als Timon. Ich weiß nicht, warum er das nicht macht. Er hat es ein paar Mal gemacht. Aber weiter, ein weiterer Punkt für die Zonenkinder und sie sind deutscher Meister 2019. Wieder Julian an der Kette. Klassisch Antikette gegen Ben. Oh, in der Mitte ist Max durch. Außen. Oh. Und, ah, schade von Julian, er sieht den Gegner hinter sich nicht. Aber Max performt stark und wechselt den Pin. Nimmt den Jack mit, ganz stark. Wenn er jetzt das Duell gegen Ralf gewinnt, holt er das Duell gegen Ralf. Stark von Max, stark gesehen von Max. Und er ist weiter da. Oh, Ralf ist abgelenkt. Und die Chance für Rigor, das 1 gegen 1 gegen Ben. Ja, Ben ist ab. Ja, und sie haben es. Max, das war deiner. Geiles Teil. Mach das mal. Ich kann mich nicht zurückhalten, ey. Alles super. Ah, ich will so reinhauen die ganze Zeit. Ich beim Moderieren, ich will die ganze Zeit Gregor Kreuz geben. Muss ich so zusammenreißen. Das ist ja super friedlich hier. Also beide Teams kennen sich, richtig. Verstehen sich, wissen, was da passiert. Muss man einfach mal betonen, ganz schön, auf welchem Niveau die deutsche Meisterschaft ausgespielt wird. Es steht 4-4. Genau. Und da sind durchaus. Weiter Julian. Max geht auf die Außen gegen Ben. Letzter Punkt. Max holt es. Ralf und Max geht weiter. Das kann natürlich nicht sein. Da ist was falsch. Oh ja. Marion hat einfach Steffen klassisch gefangen. Wie man sich fangen vorstellt. So. Und diesmal schafft es diesmal Ralf? Nein. Nein! Ja! Ah! Ganz gut.
Oh, wir sehen einen fünften Satz. Das Ding hat diesmal nicht Max Teske, sondern Max Hauschild gerettet. Richtig. Max, also nicht du, sondern der. Diesmal war es deiner. Also eben war es deiner, deshalb du diesmal. Ich sag mal, Max Power. Holt das Ding. Und? Ja, jetzt hat er nur die Puppe. Du kannst das so gut. Mach das. Okay. Mach das. Wir sind im entscheidenden fünften Satz der deutschen Meisterschaft 2019. Der Wunsch eines jeden Zuschauers, einer jeden Zuschauerin. Wir sehen das volle Programm. Und schlau wie ich bin, habe ich mir direkt zwei Bier eben geholt. Deshalb muss ich jetzt auch nicht wieder weg. Wunderbar, ein geiles Finale. Clever. Es ist immer noch der Klassiker. Rot gegen Grün. Rigor Mortis gegen die Zonenkinder. Irgendwann wird es orange-blau, egal wer. Das sage ich euch. Ja, ist ganz spannend. Die sind ja auch Platz 1 und 2 im JTA. Und genau so wird es hier auch auf dem Turnier sein. Wir müssen nur gucken, in welcher Reihenfolge. Und wie im JTA hier auf dem Turnier auch der Habu Dritter. Nee, und die Pawns Vierter. Also heute früh war es zumindest nur so. Und da geht es weiter in den fünften Satz. Kette in der Mitte, Julian wieder. Gegen Linus, das Matchup. Aber Linus gewinnt wieder gegen die Kette. Wieder das Narrativ des Spiels. Rigor kriegt seine Matchups, aber die Zonis ist es einfach egal. Sie gewinnen trotzdem die ganze Zeit. Oh, und Marion gegen Marion zwei, fast geschafft. Stark von Stefan. Max still. Kurt komm. Wo ist der Jack? Ah, der Jack ist beim Rigor-Pin. Bei Max Teske. Steffen zurück! Schön, Julian! Zurück, Steffen! Ja. Komm! Ja, sehr schön. Mach den Punkt. Oh, und Max gewinnt gegen Max. Max gewinnt dort außen und Julian gegen Linus. Ja! Hat irgendwer Feuer hier von euch zufällig? Richtig gute Entscheidung von beiden Teams. Da kommt es dann wirklich einfach drauf an, wer diese Millisekunde zuerst trifft. Braucht doch nicht. Echt? Nein, die braucht nicht. Okay. Das andere raucht wie ein Schlot, aber. Alle nicht, oder nicht? Ja. Wo ist denn Sandra, wenn man sie braucht? Ja. Ah ja, stimmt, da war was. Da ist doch hier irgendwas. Ja, hab ich Pech gehabt. Die sind doch alle Sportler. Du vielleicht, ich bin kein Sportler. Also ich bin das Raucherdritter geworden hier und du? Ich bin nur in einem Fünfer-Team, ne? Was meinst du im Ernst? Das richtig, ich werde immer noch darauf angesprochen mit dem, von der TM14, mit dem Nichtrauchen. Okay, das Momentum ist jetzt eindeutig bei Rigor. Sie haben zwei Sätze in Folge gewonnen, jetzt den ersten Punkt schon wieder. Krasses Comeback von Rigor hier, muss man einfach mal sagen. So, diesmal wieder Topsy an der Kette nach dem Julian. Oh, ganz konzentrierte Blicke. Ja, so. Aber Gegenkreuzer auf beiden Seiten. Was steht noch? Und Kurt hatte gleich den Shot. Rigor holt das gerade. Krass, das sah am Anfang so gut aus für die Zonis. Aber hast du gesehen, beide Seiten haben versucht, die Anti-Ketten-Matchup zu kriegen. Und beide Seiten haben sich nicht gut sortiert. Währenddessen hat Rigor einfach die Pompfen-Duell auf hinten gewonnen. Habe ich nicht drauf geguckt, aber Rigor hat das einfach über 3-4 gewonnen. Also Rigor 1-2. Vielleicht brauchst du einen Raucher hier. Kann nicht sein. Muss man mal sagen, Rigor, die kann. Also Comeback-Meister. Die Maschine, das kommt einfach nicht an die ran. Das läuft halt, das Ding. Einen fünften Satz hat Rigor so gut wie noch nie verloren. Außer gegen uns, Beth. So, das waren fünf Sätze. Aber wir kommen im fünften Satz. Topsy wieder eine. Stark von Steffen gelöst. Oh, es gibt gerade. Aber Rigor räumt die Mitte auf, das 2 gegen 1. Ja, Ralf hat noch von hinten. Zonis mit 3 Leuten oben, 4 Leute oben. Nur Marion ist noch im Weg. Aber da wird sich schon. Ah, da haben sie doch tatsächlich Max vergessen. Leute! Schade, da hat Rigo wieder die Mitte geholt. Das ist wieder quasi im ersten Satz. Uiuiui. Aber die Zonis packen wieder aus. Und mal wieder Jan rettet von hinten raus. Wir sind wieder zurück. Und Ralf steht dann im richtigen Moment. An der richtigen Stelle. Das sind die starken Langpumpfer der Zonis. Die hatte. Unscheinbar, aber mit viel Tempo und viel Spielintelligenz. Sowohl Jan als Ralf machen das gleich. Ja, richtig. Das ist so krass, wie schnell die sozusagen die Richtung wechseln, wie schnell die in der anderen Richtung dann schon wieder auf Vollspeed sind. Also stehende richtig Ansage bei der Habo ist, sowohl Ralf als auch Jan stehen im Sprint auf. Seid bitte vorsichtig. So. Sehr cool, ja, das trifft's. So. Ja. Und seid darauf vorbereitet, dass sie konstant schlauere Entscheidungen als ihr treffen. Das ist wirklich die Ansage bei uns. Ja, es ist. Ist halt auch so. 19. Es gab jetzt längere Diskussionen mit den Schiris. Da war wohl Marion Stein des Anstoßes.
Oh, Julian an der Langpumpe diesmal. Marion von hinten durch. Und, aber da kommt noch Jan und da kommt noch Stefan. Und die rennen den einfach weg, den zu. Oh, der Jack, geil rausgespielt. Oh! Was für ein Comeback in dem Punkt. Da macht Ralf den klassischen Def. Lässt sich früh abschlagen und rettet von hinten. Und Jan, der gut holt. Richtig, richtig. Aber man muss auch sagen, wir haben die ganze Zeit Ralf gelobt für sein starkes Querspiel. In dem Zug jetzt mal nicht. Da hat Marion ihn einfach mal rausgeholt. Richtig, richtig. Da haben das die Zonis hinten halt wieder ausgepumpt. Ja. Das ist echt eine, das ist, also normalerweise gibt es ja in der Jugger-Aufstellung mehr oder weniger nur die eine Asymmetrie, dass du da eine Kette drin hast. Aber bei Rigor mit Marion ist halt noch eine zweite Asymmetrie drin. Da muss ich ganz richtig widersprechen, Beth. Was? Da gibt es mehr. Ja, krasse Asymmetrie. Viele Arten, ja, also Ralf hätte jeden anderen Spieler von Rigor da diagonal gekriegt. Das stimmt. Marion halt nicht. Das meine ich in dem Falle. Das ist der große Vorteil von Rigor. Marion hat da... Jetzt muss ich mal Gamersprech anwenden. Ein neues Metagame-Ding mitgebracht, dass sie auf einmal gegen Ketten absurd starke Quoten bringt. Auf einmal müssen alle anderen gegen Teams, gegen Rigor, nicht nur gucken, wo steht die Kette, sondern wo steht denn Marion? Was mache ich mit meiner Kette? Ja. Einfach die Über-Anti-Kette als Schild in Spanien schon lange gang und gäbe. Ja. Und in Deutschland kommt es langsam auch an. Richtig, ja. Und jetzt, die Zonis sind sehr konzentriert hinter der Linie. Man sieht sogar das ein oder andere Lächeln. Ja. Ja, ich meine, 2-2 im fünften Satz der deutschen Meisterschaft. Wir können uns kein besseres Finale wünschen als Kommentatoren. Und Steffen grinst. Wieder Topsi drin. Topsi gegen Ralf. Und Ralf kriegt ihn. Schön gefangen. Und er geht trotzdem noch quer. Jan gewinnt auch sein Duell. Und trotzdem, ich die ganze Zeit pro Zonis kommentiert habe, macht Rigor hart diesen Zug. Ich habe auf die falsche Hälfte des Spielzugs geguckt. Das tut mir leid. Das sah so gut aus hier vorne für Rigor. Ich habe auch nur auf Ralf geguckt. Aber das ist halt der Nachteil, ich gucke halt immer noch auf die Duelle hier vorne. Da hinten. Ja, ja, aber tatsächlich war es da nötig, dass Ralf sozusagen diagonal reingeht, ja. Weil die Mitte war halt so weg. Das war so gut, genau. Die Mitte Kette halt gefangen und dann nochmal kurz quer geschlagen. Genau, er hätte jederzeit die Option, die Kette, also Topsi abzuschlagen. Aber wenn er dann die drei Schritte reinmacht, dann ist Kurt halt auf jeden Fall durch. Also, Def und ich als Q-Tip-Spieler hätten halt uns einfach selber in die Fresse geschlagen. Ja, definitiv. Da hätten keinen Gegner getroffen, sondern uns. Genau. Aber wir wissen ja, der Treffer muss für den Gegner genauso wehtun für einen selbst. Das weißt du besonders gut. Das ist ja hier die klassische Weisheit des Q-Tips. Genau. Perfekt. So, weiter geht's. 3-2 für die... Und wieder die Top-Aufstellung bei Rigor. Der Commander wieder gegen Bench. Aber er gewinnt sofort. Aber die Zonis haben den Jug, gehen durch. Linus nach vorne, was machst du denn da? Oh, der Punkt, komm ran! Gut, hol dir den Scheiß! Der Punkt hätte schon längst. Aber haben wir die ganze Zeit viel drüber geredet. Jug-Kontrolle, die Mitte gewinnen und dann mit Tempo durch. Rigor hat seine Außen mit Tobi gewonnen, aber die Zonis konnten Druck schieben durch die Mitte, weil sie Jug-Besitz hatten. Richtig. Und selbst wenn sie keinen Jug, also kein... Hauptsache, die Zungenkinder gewinnen an dieser Stelle ein Duell und der Läufer kann halt sofort durch. Richtig. Deshalb ist Jugbesitz so wichtig. Genau. Und deshalb laufen wir uns da alle bekloppt in der Mitte. Und deswegen sieht das Feld in der Mitte auch so aus, wie es aussieht. Ja. So, und weiter geht's. 3-3 im Finale. Linus holt einen Jug. Weiterhin Topsi auf seiner Stammposition. Weiterhin aber auch gegen Ben mit Ralf quer. Das Anti-Ketten-Setup. Über rechts gewinnt Max Teske und Marion. Max ist nicht, aber gewinnt. Aber Ralf steht noch. Und erklärt klar. Und kriegt Linus da, der Ben. Noch. Wunderbar. Aber Linus hat 8. Du hast nur 5. Nice. Schöne Ansage vom Schiri. Max gegen Steffen. Hier ist der Jog. Hier ist der Jog. Steffen, geh. Zurück. Und, er geht und los, Linus, los. Los, Linus. Nee, du hast 5? Nee, er war neu ab. Linus, alles richtig, er war neu ab. Tut mir leid, hab ich nicht gesehen. Linus, ein bisschen parteiisch. Alles richtig gespielt. Ich wundere mich, warum geiles Ding. Nicht. Mach die Scheiße. Ich dachte, er hätte den Punkt aufgegeben. Was ist da los? Linus hat gezuckt, Max hat ihn abgehauen. Ja, genau. Linus hat gezuckt, Max drauf und Linus sofort wieder... Alles klar. Also... Muss ich einfach mal sagen, im Finale für 3-3 im fünften Satz, beide Teams spielen hier unglaublich sauberes Jugger. Ja, richtig. Was das angeht, mit dem Spiel. Und es gibt den Satz 4-3. Match-Jug, deutsche Meisterschafts-Jug für Rigor Mortis. Die Wiederholung aus dem Satz davor,
die Rigo hat 3 Match-Jugs von Zonis abgewehrt. Mal gucken, ob die Zonkinder das gleiche hinkriegen. Und es geht los. Tobi spielt. Zonis hat ein schlechtes Kreuz für die Zonkinder. In der Mitte durch. Oh, aber Marion gewinnt. Warum gehst du nicht? Aber auf Gott aufpassen, auf Gott aufpassen. Schönes Ding. Los, Ben, los! Jawohl! Und die Zonkinder werden den ersten Matchstart ab. So, das erinnert mich jetzt an die Berlin Masters 2014, als es darum ging, wer die deutsche Juggerliga gewinnt, wer die deutsche Meisterschaft, was sie jetzt heißt. Das war leere Menge gegen Rigor Mortis. Das war leere Menge gegen Rigor Mortis. Da stand es auch 2-2 nach Sätzen und 4-4 nach Punkten. Und ich habe es noch sehr genau im Kopf. Die leere Menge gewinnt in der Mitte das Duell gegen Tommy. Sie schieben durch. Es ist eine Kette. Also die Rigor-Kette als Verteidigung gegen die leere Menge-Kette, leere Menge im Jug-Besitz. Und dann kommt Tommy von hinten angeflogen nach knapp 4 Steinen und räumt den Läufer ab. Tommy hat den Beff gemacht. Wenn man genau nachzählt. Nee, aber ja. Okay, jetzt. Aber jetzt alte Geschichten. Jetzt es steht 4-4 im fünften Satz der deutschen Meisterschaft 2019. Wir entschuldigen uns im Vorhinein. Rot oder grün? Wir entschuldigen uns im Vorhinein, dass es nicht leise wird und nicht unparteiisch wird. Genau. Ich werde hartparteiisch für Rigor sein, hartparteiisch für die Zonenkinder. Erwarte keinen qualitativen Kommentar, aber dafür viel Hype. Und auf geht's. So. Go, 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 go. Go, Rigor! Zoni ist an den Jack! In der Mitte weg. Oh, genau. Jack, Max, sieh dir Max. Hier, zurück. Oh, Jan, passt auf. Wunderbar. Und Pinspiel, Max. Oh, nein. Was? Ja. Nice. Ah, da war das Wichtige, dass Max Teske es schafft, Garf noch zu kriegen. Dein Flug am Ende, ey. Du hast da 3 Dinger geholt, Max. Wenn er dort Garf nicht kriegt, dann ist es der Punkt und die Meisterschaft für die Zonis. Nee. Das war alles sauber hier. So sehr das Publikum Wiederholung fordert. Das machen sie vermutlich nur aus den Gründen, dass sie noch mehr sehen wollen. Ich habe gehört, Best of 7! Aber vorher einmal. Ich glaube nicht, Jan, aber. Nee. Ey, ist 4-4 im fünften Satz. So, ey, komm, alles. Alles ist gut. So, es gibt noch kurze Schiri-Debatte. War Jan vorher an Kurt, bevor Max ihn hatte? Wir Jan Kommentatoren flog halt quer durchs Feld, hatte Kurt, aber das Timing. Wir Kommentatoren sind uns unsicher. Ihr im Videobeweis könnt es euch 10-mal angucken. Guckt es euch an. Ich glaube, Max war früher, aber keine Ahnung. Zum Glück haben wir fähige Schiedsrichter. Und warum haben wir eigentlich kein Mikrofon da? Frage ist, wer, ob Jan überhaupt dran war. Jan war schon dran. Die Frage ist einfach nur, Max, du hast so aufgeräumt in dem Zug, ey. Geil gemacht, holt die Scheiße. Auf jeden Fall eine gute Wiederholung. Ja. So. Logis ist parteiisch, weil Ben parteiisch ist. Andersrum, der hat angefangen. Ich muss tatsächlich gestehen, ich war von Anfang an hart parteiisch. Alles gut. Stellige Nummer gehabt, der ist dann. Ja, die sind keine, aber ich habe nur 2. So, die ist halt durchaus beliebt, alles gut. Ja, ich habe die 2 ja auch sofort zugeschlagen, als du wieder rausgeworfen hast. Sieht aus, wollen wir Videobeweis anbieten? Ja, total gerne. So. Kurz um zu einem Abschluss zu kommen: Der Punkt wird gegeben für Rigor Mortis. Damit ist Rigor der deutsche Meister im Jahre 2019. Nach einem, muss ich einfach mal sagen, harten Comeback. Ersten 2 Sätze verloren. 0-3 hinten gelegen, glaube ich. 0-3. Im dritten? Ja. Und jetzt hier auch nochmal, Zonis waren wieder da, haben das Comeback geholt und dann hat Rigor wieder performt. Muss man ihn lassen, Rigor ist die Maschine. Hinten raus der Afterburner, der kommt. Wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, wird halt durchgestellt. Julian spielt die ersten 2 Sätze nicht, spielt dann Satz 3 und 4 Kette, am Ende auch nicht mehr. Und es funktioniert. Wir müssen den Videobeweis sehen. Ich glaube, wir haben ja, es. Ja. So, wir verabschieden uns von euch. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Schön regnerisch. Ich wünsche allen, die hier sind, gute Heimfahrt. Und dem Rest, der das hier angeguckt hat,
noch einen schönen Nachmittag. Und auch herzlichen Glückwunsch von mir an Rigor Mortis, die Sie jetzt zum ungefähr 14. Mal auf dieser deutschen Meisterschaftsschale eingravieren lassen dürfen. Zweimal Drachenblut, einmal Habu Olsters, einmal Sohnkinder. Rigor, nächstes Jahr kommen wir zu siebt. Oh, das ist eine Kampfansage. So, wir sind durch. Adieu.